Lichter gegen Rechts. Am Mittwoch, dem 7. März, wurde auf die Initiative des Netzwerkes Gelebte Demokratie zu einer Mahnwache und zum Protest gegen den Aufmarsch der Dessauer Neonazis an diesem geschichtsträchtigen Datum aufgerufen. Unter dem Motto Lichter gegen Rechts, gemeinsam für Vielfalt und Weltoffenheit wurde im Dessauer Süden mit Transparenten und Protestplakaten sowie mit der Entzündung von Gedenkkerzen an die Opfer des nationalsozialistischen Terrorregimes gedacht. Auch auf den folgenden Trauermarsch der Neonazis am 10. März bereitet sich die Stadt Dessau vor. Unter dem Motto Zusammen für eine offene und demokratische Stadtgesellschaft soll ein Zeichen gesetzt werden. Am Abend fand in der Pauluskirche der traditionelle Gottesdienst statt und alle Glocken der Kirchen Dessaus läuteten.